So, willkommen zu einer weiteren Folge der Deutsche BFMP 2020 Multiplayer. Wieder zusammen mit Mr. Eagle und mit dem Noah. Also, letztes Mal ist bei uns das Spiel abgeraucht. Das ist leider passiert. Aber nichtsdestotrotz haben wir dieselbe Aufteilung. Dieselben Leute sind dabei. Und ich starte auch jetzt direkt mal. Yay, yep. Machen wir gleich schon einen Einsatzboost rein, oder? Moment, erstmal abwarten. Den Einsatzboost darf man nicht so schnell überfordern. So habe ich das auf jeden Fall schon gelernt. Nachdem der Einsatz abgeschlossen ist, mache ich dann einen Einsatzboost rein. Perfekt. Noch irgendwelche Schranken geöffnet werden. Du kannst die Poller machen. Also hier einmal beim Aldi und einmal bei der FF. Geht mir der Deutsche da konform? Ja, macht wie ihr wollt, also ganz im Ernst. Mir ist Okay, es so okay. langsam egal. Ja, weil ich sag mal so, wenn du Waldbrand hast, dann willst du ja auch mit einem Löffel zwang Ja, rein, oder? Leute, Alter, in der realen Welt geht auch die Feuerwehr direkt, wenn sie einen Einsatzbeginn hat oder gesagt, Wachübersetzung, ach ja, wie sie es auch nennt, geht sie auch nicht hin und sagt, ja, die müssen den Wald aufmachen, der brennt vielleicht bald. Oder? Da denk Okay. doch mal ein bisschen. Lassen wir den Chemiepark offen. Und das ist der einzige. Oder machst du das bei deiner Arbeit so, Noah? Ich denke nicht. Also wir fahren regelmäßig in den Wald, aber wir machen die nicht extra auf. Ja, aber das ist nur Brandwache, mehr ist das nicht. Null. Oh. Nee. Sorry. Null, null Bock oder was? Hallo, behandel den. Do it. Do it. So, das mache ich. Geht schon gut los. Stimmt Ach wieder jetzt. Türöffnung? Ah, geht doch. Kann sein, mach schicke ich mir was. Ja, lade ich gerade ein. Waldkrankenhaus, wie viele Betten? Intensiv 4, normal 12. Ah, okay, doki. Ich habe hier einen adipösen Patienten. Echt? Ja. Okay. Ja, ich alarmiere schon den ITW. Bei der Fraktur. Ja. Jo. So, wo ist die Person hier? In dem Gebäude. Ja, machst du jetzt von diesem Bild eins rein oder machst du jetzt vom letzten eins rein? Muss ich hier nachschauen, welches besser ist. Ja, die, wo es noch nicht wissen, ich und Mr. Eagle, wir haben Partnerschaft. Das heißt, während ich jetzt gerade aufnehme, nimmt er auch auf. Das heißt, man sieht seine Perspektive, man sieht meine Perspektive, doppelte Perspektive. RCS, wie sie ihr und sowas. Und ja, wenn ihr bei ihm reinschauen wollt, dann schaut bei ihm rein, wenn ihr seine Perspektive sehen wollt. Wenn ihr bei mir halt bleiben wollt, dann schaut bei mir rein. So, und auf jeden Fall wäre es sehr nett, wenn ihr für ihn oder auch für mich, nicht oder, auch für mich, also sowohl als auch, gerne ein Abo dalasst und auch die Glocke aktiviert, um keine weiteren neuen Folgen zu verpassen. Wir machen das wahrscheinlich sehr oft, dass man Doppelperspektive sieht, weil ich finde, es ist auch ein bisschen Abwechslung für den Zuschauer. Genau. Und wir pushen uns gegenseitig. Ja, das auch.
Und wenn ihr auch Bock habt, bei mir irgendwie mal andere Sachen anzuschauen, außer Emergency. Ich habe mir überlegt, ich will jetzt mal wieder weitermachen damit. Ja. Ein VU. Bin unterwegs. Und würde gerne Tank Mechanic Simulator wieder spielen. Ein paar Videos habe ich noch. Ich könnt ja gerne mal in die Kommentare da reinschreiben, was ihr haltet davon. Ob Tank Mechanic Simulator was für euch ist oder eher nicht. Ich meine, aufnehmen werde ich so oder so, weil mir macht das Spiel unglaublich Spaß. Du brauchst auch das HLF, weil das LFKS hat keinen Schnellangriff und keinen Rüstsatz. Wow. Braucht ihr Polizei oder sowas? Ich bräuchte gegebenenfalls nochmal einen Rettungsdienst. RTW ist da nicht mein Gebiet. Ich könnte einen RTW und einen NEF anbieten. Ja, nein, ja, vielleicht. Oder Polizei von einer Seite. Also nochmal fürs Verständnis für euch zwei, ne? Da, wo der Aufbau ist, muss gesagt, der Unfall ist, das Einsatzgebiet, der frickt an und sagt auch schon, was er alles will. Ah, sieht noch relativ entspannt aus. Noah, du kriegst ein Polizeiauto hinterher. Weil es zu doof ist, eine Rettungsgasse zu bilden. Alles klar. So, Polizei ist da, Abschlepper rufe ich. Okay. Yo. Alles klar. Hallo. Wieso winkt er nicht mit seiner Kelle in die andere Richtung? Ja, weil es halt so ist. Beste Erklärung. Geistige Unfähigkeit vielleicht. Kann natürlich sein. Schon unterwegs. Frag mich, wo dein Polizeiauto steht. Wer? Eins. Na, da oben. Oh. Okay. Patient ist draußen. Kümmert sich jemand schon um das andere da? Nee, ich nicht. Ist in Notfall dein Gebiet. Asystolie. Asystolie. Nee, ist Drehleiter, ist, ne? Drehleiter. Also ich kann nur auf die Drehleiter schicken. Leute, mal ein bisschen mehr auf dem Schirm haben jetzt. Das ist nicht mein Einsatzgebiet. Nochmals, ich kann nur die Drehleiter schicken. Gut. Also ich bräuchte RTW und NEF. Kommt von mir. Jetzt wollt ihr, und ihr wollt schon einen Selbstboost haben, ja? Ja. So, das ist dein Einsatzgebiet. Jawohl, den schlage ich beim Rausrennen gerade um. Ich mach das. Oh, wo fährt meine Grippo? Da, hey, perfekt. Du kannst auch mit Schnellfahrtaste, ne? Gruppe Nummer 4, 1, bla bla bla. Damit kannst du die auch direkt auswählen, ne? Das heißt, du musst nicht die suchen oder sowas. Die Person stirbt gerade. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, weil man zu lange gebraucht hat. Ja. Naja, ist nur eine von mehreren tausend. Ja, wird umgehend durchgeführt. Wie, falsches Haus? Ich geb dir gleich falsches Haus. Oh, die kriegst du vielleicht noch. Oh, na. Und tschüss. Ja. NA und Pol bitte. Ja, Pol kommt. Wegen so einem Dulli muss man immer Polizei schicken. Ja, was hast du jetzt schon wieder mit mir, hä? Ja, was hab ich mit dir? Du hättest ein bisschen schneller reagieren können. Ich hab gesagt, dass ich keinen Rettungsdienst vorher hab. Aber du kannst vielleicht mit der Feuerwehr da schon hoch und First Respondern? Mimi, Leute, Mimi. Aber recht hat er. Der Feuerwehr hättest du schon. Also Noah, von dir hätte ich das jetzt nicht erwartet. Du weißt, dass du gut spielen kannst. Beim nächsten Mal läuft es wieder anders. Naja.
Ah, sorry Leute, ich muss da echt seufzen, weil ihr seid einen anderen Standard gewohnt und ich auch. Bin unterwegs. So, wir haben noch 9 Minuten. Darf ich jetzt mit dem ADAC aufnehmen? Höre. Yes! Jupp. Alter, so. Immer dieselben Abschlepper hier. Wo liegt denn das, Patient? Achso, bist du auch gerade noch da. Servus. Ist in Arbeit. Ja? Ein Abschlepper bräuchtest du noch. Was macht die Drehleiter? Okay. I'm on the way. On the way. The way. RV first responded. Rettungswache 2 ist leer. Ja. Auf dem Weg. Gut, ich habe so, auch den Schaman schon vor Ort. Wald hat 4 intensiv, 11 normal. Sieht doch gut aus. Cool, geht wieder auf Streife bei mir. Mhm. Brauchst du eigentlich nicht mehr absperren. NA abkömmlich. So, VU ist abgearbeitet. Mach ich. Jawohl. Das ist wieder mit DLK wahrscheinlich. Jupp. Ich hatte recht. Bin unterwegs. Darf Waldkrankenhaus angefahren werden? Ja, ja. Ist genug Platz noch. Okay, okay. Ich sag da schon Bescheid. Suppi. Was anderes hätte ich nicht erwartet. Mhm. Ja. Der Zweier Notarzt ist wieder verfügbar. Also man muss nicht unbedingt jedes Fahrzeug jetzt, ne? Ja. Nur was halt relevant ist. Notarzt ist relevant. Wie zum Beispiel einer, wenn Abschlepper gerufen hat, dass man sagt, wie viel Abschlepper man schon gerufen hat. Weil es kommt manchmal vor, dass man zu viele alarmiert. Nur das ist nicht unbedingt so besonders. Oder feuerwehrtechnisch oder sonst irgendwas. Mhm. So, mal gespannt, ob ich die Person noch ohne Notarzt wegbekomme da. Kann eigentlich der Bauhof PKW. Ah, der hat auch was. Perfekt. Ich dachte, wird das nichts. Sofort. Wird umgehend durchgeführt. Kann da der LNA First Responder an mein RTW kommt? Ja, wollte ich gerade vorschlagen. Das ist hier, okay. Witzig, dass er im Park das Landhorn anmacht. Ja, hab ich ja gerade auch so gedacht. Der sieht so Bäume, oh, das ist ländlich. Anschalten. Grünfläche, ländlich, nicht gut. Ja, dafür ja ein Amarok, ne? Ja, soll ja auf dem Land was machen.
was schaffen können. Aber was ich tatsächlich herausgefunden habe, der Stadt kannst du das Landhorn eigentlich auch ziemlich gut verwenden. Letztes Mal bin ich da echt ziemlich gut durchgekommen, weil ich es schon frühzeitig angeschalten habe und die an Kreuzungen schon waren mehrere hundert Meter entfernt, die sind schon weg. Mach so wie ich, mach Hornspiel, mach Pressluft, mach einfach alles. Ja, Pressluft haben wir halt dort nicht alle gehabt. Haha. Tut mir echt leid, ne? Baden-Württemberg ist da ziemlich gut abvertreten, was Pressluft angeht. Ja, außer bei uns im Landkreis. Also meine Wehr, die setzt da sehr viel Wert drauf. Wir haben wirklich auf jedem Auto Pressluft, wirklich auf fast jedem. Du bist auch Feuerwehr. Alle Notärzte, alle Rettungswachen. Dito. Ja, ich meine jetzt auch RTW und NEF-mäßig jetzt. Ja, aber bei der Feuerwehr hast du sowieso immer Pressluft. Es zahlt aber auch nicht der Landkreis, nicht sondern immer. Tatsächlich... So, was ist mit diesem ITW? Bleibt er in der Karte oder geht er raus? Was? Der steht da? Lol. Soll er hierbleiben? Ich glaube, das war die Antwort der Frage. Also, wenn du willst, kann er hierbleiben. Ich weiß nicht, warum er da steht. Ich habe ihn eigentlich nach Hause geschickt. Ist doch deiner. Ich kann den eh nicht steuern, also. Ich glaube, jetzt sind wir warm gelaufen, jetzt können wir ruhigen Einsatz. So, LNA heißt es, habe ich auch. LNA brauche ich hier niemanden. Ganz normal. Scheint so. Und das Schöne ist auch, fast alle unsere Autos haben auch ein Pedal fürs Pressluft. Also nicht, dass du extra mit dem Finger dann einen Knopf anmachen musst, sondern einfach nur mit dem linken Fuß und das war's. Nee, die geilsten Fahrzeuge. Praktisch. Das ist halt einfach praktisch, weil, wie gesagt, ne, weil sonst musst du immer die Hand abnehmen, auf den Knopf drauf drücken und sonst hast du einfach beide Hände am Lenkrad. Bin ich jetzt bei Ambulanzmobilen der Aufbau richtig cool. Beziehungsweise den Aufbau, wo ich dir das Bild auch mal gezeigt habe. Das war Fahrtech, ne? Sprechen wir jetzt vom Roten Kreuz oder ASB? ASB war Fahrtech, das weiß ich. Das war Fahrtech, ja. Ja, bei mir haben wir auch Fahrtech. Ich vergötter Fahrtech. Wohl Raub, ich hab da was direkt. Jawohl. Krieg ich Transport? Ja, kommt. So, Person ist festgenommen. Das ging echt schnell. Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man überall Polizei aufsteht. Der hat sich ja nicht mal gewehrt. KT. Okay, mach ich. Ich bin da. Ja. Deine Feldjäger tanken. Oh nee. So. Druckluft. Hier, die überprüfen. Reifen. Die überprüfen Wolke. Na Noah, machst auch jeden Morgen Wolke. Jetzt hätte ich gern wieder so einen Stempel, wo drauf steht ignored. Gekonnt ignoriert. Noah. Was denn? Das war die Frage an dich. Ach so. Ja. Was denn überhaupt? Ich habe gar nicht zugehört. Ob du so, oft jeden wir Morgen. Sind auf jeden Fall mit der Folge schon mal fertig. Mein Timer ist angegangen. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ja, tschüss. Gut, in dem Fall. Bye, bye. We'll be right back.